Auf ins Schloss, Raiden wieder Schloss 9S und 2B auf dem Weg ins Königreich der Maschinen. This must be the commercial structure Pascal was talking about. The records say it was once a facility known as a shopping center. No getting through here. Maybe there's some kind of mechanism we could engage? If we were human, we probably would have gone shopping and such here, right? More meaningless conjecture. You're so serious, 2B. You know that? Alert. Multiple machine life forms detected above our position. All hail the Forest King. Who the heck is the Forest King? You're getting distracted. Well, what do you expect? I'm a scanner. Oh nein. Oh, gerade noch so geschafft. Combat was never meant to be my forte. Check this guy. He's just running away. To explode! Huh? Hey, where am I? What's that? Hey there, guys. What's up? This thing's weird, 2B. Let's kill it. Wait, what? No! Good idea. No! Okay, what was that? Ich bin wirklich gespannt, ob der dritte noch mal was anderes ist oder ob da eben auch gar nicht scheiße ich jetzt mal. Moment mal. Was? Okay, das ist strange. Volle Erholung. Problem mit den Sichten. Oh, 5% Chance auf Wiederauferstehung mit 20% HP.
Die haben wir doch erst eingerichtet, das Lager. Here they come. Better keep your guard up. I'm aware of how to fight. You just be careful. I will, 2B. Was? What? Was ist denn jetzt los? This forest we are stationed in. It is hot, humid, unhygienic. A punishing hell for machine life forms. None should have to live in such a place. I have decided. I shall make this our kingdom and declare our independence. What's a kingdom? Well, it's sort of like a large house. And inside this house, all our people live together as family. Was zum Teufel? Hä? Okay, so ein kleiner Flashback, den er da bekommt. These machines. They were talking about a king, right? I saw what looked to be a castle further in. Maybe we should take a look. Ob da wohl jetzt noch mehr davon kommen, wenn man die tötet, weil ich hatte es nicht mehr. Nein. With these guys. Don't listen to what they're saying, 2B. Thank you.
What the fuck? Dass ich den ganzen Scheiß hier bräuchte. Okay. Haben wir gerade vor 200 Jahren mal in die Vergangenheit gelotzt. Gesehen, was passiert ist. Und ich jetzt zum Königreich. Na gut, ansatzweise nicht passiert, aber. Aber zumindest, was die dazu bewegt hat. Nein, ich habe ein Schwein angegriffen. Da ging es ja nicht runter. Da ging es doch runter. Hä? Detonieren, unterwerfen. Das ist ja cool. Ich finde es so gut funktioniert. Nicht dich!
Ich glaube, den kriegt sie jetzt auch alleine platt. Mal kurz hier mit Looten beschäftigen. Ja. Hier unten war der Eingang, genau da drüben. So those machines had a king? But how can a concept like loyalty be understood by a machine? Darauf hat sie was jetzt keine Antwort, die Gute. Oh nein, oh, jetzt kommt wieder irgendwas Story-Relevantes. His Majesty, he's dead. The king who gave all for us. So benevolent and kind. And now he's dead. His Majesty's memory, his final memento, into this tiny child. Aha. And now we must raise this child so he might one day be our new king. He deserves a royal upbringing. He deserves protection. Oh je. Dann ist das halt getriggert, ne? Das hat nicht so, dass man irgendwas einsammeln muss, so wie ich es erst befürchtet hatte. Many. Oh fuck. Ein Schwein loswerden. Ah! Ich mein Treffer kassiert nicht so geil. Noch ein Treffer kassiert. Ah, shit, ey. Yeah. Noch einer von den grünen Säcken. Ah! Oh.
Ah! Alter! Okay. Geil. Gut, ich würde mal sagen, das ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, um hier mal wieder ein Päuschen einzulegen. Jetzt geht's wieder ins Schloss rein, wo uns der nächste Bosskampf mit A2 erwartet. Ich könnte aber mal noch zum Speicherpunkt gehen. Obwohl, das können wir auch in der nächsten Runde machen. Ich glaube, jetzt kommen hier noch ein paar Kämpfe. Okay, dann mache ich hier mal ein Päuschen und dann geht's in der nächsten Runde weiter.